Lass mal das neue Video von Stay schauen. Der reagiert auf Beef zwischen Tanzverbot anscheinend und auf seine Ansage und Live-Beef mit Orange Morange. Das wird krank, weil das ist jetzt eine Triple-Reaction, glaube ich, oder eine Quad-Reaction. Oh, Alter, alles an den, das ist ja ein krankes Video, Alter. Bevor wir ins Dungeons and Dragons reingehen, hat Tanzverbot ein Rage-Talk über Casino-Streamer gehabt und ich gucke mir das gerne an. Das gucken wir uns auch gerne an, Chat. Let's go. Fälle bei Tanzi etwas sehr Unterhaltsames sein können. Digga, ich dachte, du bist Casino-Streamer und machst 200k im Monat. Kannst du mir mal 1000 Euro spenden oder bist du etwa broke? Wie gesagt, ich habe letztens auch diesen Twitter-Post gemacht, dass ich der Meinung bin, dass... Was ist passiert? Das Kick auf jeden Fall mit... Das ist sowieso das, was mich am meisten erschrocken hat. Ich habe ja auf Twitter diesen Post gemacht. Kick arbeitet doch mit Viewbots. Wahrscheinlich haben alle Casino-Streamer, die switchen, die gleichen Zuschauerzahlen wie auf der größten Livestream-Plattform der Welt. Dann schreiben mir irgendwelche Leute... Das ist mir auch schon öfter aufgefallen, Chat, bei Casino-Streamern. Die Zuschauerzahlen werden safe gebottet. Also wenn ein Casino-Streamer auf Twitch 3000 Zuschauer hat, hat er wahrscheinlich in echt 1000 oder so. Oder, I don't know, 2000 oder so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall werden die zu 100% gebottet. Online-Casinos zahlen Geld, dass Bots zugucken, damit da eine größere Zahl steht, damit man denkt, dass die viele Zuschauer haben. Natürlich haben die gleichen Zuschauer, weil die ziehen ihre Zuschauer alle mit auf eine andere Plattform. Nee, das ist, also, da kann ich direkt reingehen. Ich bin ja jemand, der sehr viel auf anderen Plattformen unterwegs ist. Du ziehst niemals, egal was du glaubst. Bots ergeben noch kein View. Doch, es gibt Bots, also muss es anscheinend geben, die als Viewer zählen. Wie familienfreundlich deine Zuschauerschaft ist. Du ziehst niemals deine Zuschauer von Plattform zu Plattform. Du hast immer weniger als auf der Main-Plattform, logischerweise. Und es wird auch immer weniger. Das bedeutet, die Anfänge sind besonders hoch. Wenn du beispielsweise so ein Event draus machst und sagst, hey, wir gehen jetzt rüber, dann hast du ganz viele, die mitkommen. Und wenn das dann regelmäßiger wird, wird das immer weniger. Immer weniger. Immer weniger. Weil Zuschauer ja Gewohnheitstiere sind. Aber was bringen einem Bot-Zuschauer? Guck mal, Chat. Wir leben in einer heutigen Gesellschaft, wo jeder auf Zahlen guckt. Okay? Und wenn ich als Streamer jetzt 5000 Average Live-Zuschauer habe, dann sagen Leute, oha, bei dem läuft voll gut. Der hat 5000 Live-Zuschauer. Der ist im Hype oder der ist irgendwie, die Leute interessieren sich krass für den. Also du wirst anders gewertet, wenn du mehr Zuschauer hast. Genauso wie bei YouTube-Klicks. Wenn du ein YouTuber bist, der irgendwie 20.000 Klicks macht oder ein YouTuber, der 200.000 Klicks macht, dann bist du ja in den Köpfen für die Leute, hast du einen anderen Stellenwert, als wenn du weniger Klicks machst. Wisst ihr, wie ich meine? Relevanter. Genau, du bist relevanter quasi für die Leute da draußen. Das gleiche ist bei Follower-Chat, wenn du bei Insta halt mehr Follower hast, was weiß ich, Likes und so weiter. Leute sehen das halt und denken, okay, der ist relevant, bei dem läuft, da gucke ich jetzt auch rein. Versteht ihr? Man wird auch höher gelistet. Ja, safe. Und deswegen macht es Sinn für Casinos, ihre Casino-Streamer zu botten, damit die viele Zuschauer haben und Leute denken, yo, die sind noch ultra relevant. Die machen zwar Casino, aber trotzdem haben die irgendwie 4.000, 5.000 Zuschauer. Und Chat, auch bei YouTube-Videos, ich bin mir sehr, sehr sicher, Digga, ich werde niemals Namen nennen oder so, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, Chat, dass einige deutsche YouTuber Klicks kaufen, die ihr auch kennt, die ihr auch Safe-Call kennt. Bin ich mir sehr, sehr sicher, Digga. Man sieht es oft an den Like-Kommentar-Verhältnis oder an den Klick-Kommentar-Verhältnis-Chat. Da sieht man es sehr oft. Es gibt YouTuber, die haben dann irgendwie, keine Ahnung, Digga, Beispiel jetzt nur, 1 Million Klicks und haben dann einfach so 280 Kommentare oder so. Und das ist sehr, ja, sehr unrealistisch. Und die sind es gewohnt, Streams auf Twitch zu schauen. Deswegen kann es sein, dass da viel weniger mitkommt. Und jetzt will ich das Viewbot-Argument da gar nicht mal mit reinpacken, aber nur mal als Vergleich und als letzter Vergleich. Ungespielt hat auf YouTube 20.000 bis 25.000 Zuschauer und auf Twitch so 3.000 oder 5.000. Also das spielt auch keine Rolle von wo nach wo, sondern es ist 3.000 oder 5.000, nicht 3.000 oder 5.000 Zuschauer. Natürlich, meine ich natürlich, ne? Also... So. Also das ist das letzte Beispiel, was man dann bringen kann. Kick arbeitet doch mit Viewbots. Wahrscheinlich haben alle Casino-Streamer, die switchen, die gleichen Zuschauerzahlen wie auf der größten Livestream-Plattform der Welt. Ja, es deutet sich an, dass da Zuschauer, synthetische Zuschauer dabei sind, um das künstlich nach oben zu pushen. Genau, würde ich auch sagen. Dann schreiben mir irgendwelche Leute, natürlich haben die gleichen Zuschauer, weil die ziehen ihre Zuschauer alle mit auf eine andere Plattform. Sag mal, habt ihr keine Ahnung vom Internetverhalten?
Ja, das ist halt, also das, was er meint, ist, die Twitch-Casino-Streamer sind ja rübergewechselt auf Kick, also auf diese andere Plattform. Und die haben auf Kick die gleichen Zuschauerzahlen wie auf Twitch. Das ist halt legit, das kann nicht sein, Digga. Das, also es wäre sehr weird. Es wäre sehr, sehr weird, weil Twitch ja die viel größere Plattform ist. Auch das ist richtig. Also es ist, nochmal, ich erlebe das, weil ich ja auch schon eine ganze Weile Multistreaming mache. Wir experimentieren sehr, sehr viel dafür. Sehr, sehr viel damit. Regelmäßig auf unterschiedlichen Plattformen. Wir haben es damals auf Mixer gemacht, wir haben es auf Facebook versucht, wir haben es überall versucht, wo es geht. Wir machen es regelmäßig auf YouTube und da kann man davon ausgehen. Würdest du wechseln? Ob ich auf Kick wechseln würde, Chat? Kommt drauf an. Wenn die Summe stimmt, ja. Bin ich ganz ehrlich, Chat. Wenn die Summe stimmt, ja. Safe. Vielleicht nicht für immer, aber wenn jetzt eine andere Plattform mir sagt, yo, du kriegst jetzt für ein Jahr lang Stream, lass mich kurz überlegen, 3 Millionen Euro. Als Beispiel. Dann würde ich switchen, Chat. Da könnt ihr auch ein L reinmachen in den Chat, ist mir egal. Für 3 Millionen, Digga, hätte ich gesagt, yo, safe mache ich. Ein Jahr auf irgendeiner anderen Plattform streamen, safe. Mit oder ohne Casino? Nee, ohne Casino-Chat. Nicht mit, ich meine jetzt nicht Casino-Streams. Ich meine einfach nur die Plattform wechseln. Wenn jetzt YouTube heute zu mir sagt, 3 Millionen bekommst du für ein Jahr lang YouTube-Streams, würde ich YouTube-Streams machen. Auch Facebook? Facebook ist schwierig, Digga. Ein Jahr lang auf Facebook streamen ist sehr anstrengend, glaube ich. Ich glaube, da müsste die Summe nochmal nach oben korrigiert werden. Facebook ab 10. Facebook ab 10 Millionen. YouTube würde ich für 3 Millionen easy mitnehmen. Safe call. 100%, Digga. 100%. Imagine, Chat, du streamst auf Facebook. Imagine, ich sitze hier gerade. Guck mal, jetzt das. Das ist gerade Facebook. Junge. Und dann kommt die 47-jährige Ursula rein und schreibt, du siehst aus wie ein Geimpfter. Er hat doch hier mindestens 3 Impfungen hinter sich. Der ist ein Teil des Systems. Normalen Streams irgendwas um, also nachmittags, abends, irgendwas um die 7000 Zuschauer habe, dann habe ich auf YouTube, wenn ich den gleichen Streamer so 4, das ist so, habe ich so 4, vielleicht, 4 bis 5, nur auf YouTube. Seid ihr? 4 bis 5000. 4 bis 5 habe ich auf Facebook, ich sage mal 4 bis 5, ne, also 4. Also 4.000 eher. Also wie kann man denn so denken? Wie kann man denn denken, dass wenn man 50.000 Follower auf Twitch hat, dass man 50.000 Leute auf eine fremde Plattform mit rüber nimmt? Das funktioniert nicht. Das war so ein Schwachsinn. Ja. Das hat sich in der Vergangenheit überall bewahrheitet. Korrekt. Es hat sich bei Ninja bewahrheitet, es hat sich bei Shroud bewahrheitet. Und da reden wir von den Riesigen, ne? Ich habe das am eigenen Leib gespürt, dass das nicht funktioniert. Hitbox nach dem dritten Stream nur noch halb so viele Zuschauer gehabt. Ja, es war. Digga, jemand wie Ninja, der in seiner Hype-Phase 150.000 Zuschauer hatte, 200.000, 300.000, 400.000 Zuschauer hatte, der ist auf Mixer geswitcht, den haben 5.000 Leute zugeguckt. Und das waren schon viel, der hat eher an 1.000 bis... Stimmt, Digga, Ninja hat doch unnormal viel Geld bekommen, um auf Mixer zu wechseln, Chat, oder? Wie viel hat Ninja nochmal bekommen, weiß es noch einer? Oder wurde es überhaupt geleakt, was der bekommen hat, Ninja? Der ist auf Mixer gewechselt, viel auf jeden Fall. 10 Millionen, ich glaube, es waren mehr. Ich glaube, das waren mehr, Chat. Geld gegen Karriere eingetauscht, ja, das stimmt. Aber... Multimillionär. Man muss dazu sagen, wäre er wahrscheinlich auch so. Obwohl, guck mal, das Ding ist bei Ninja, ich glaube, Ninja hat alles richtig gemacht. Ich glaube, Ninja hat alles richtig gemacht. Der war, als er am Peak seiner Karriere war, mit Fortnite, der war gebunden an Fortnite. Wenn Fortnite nicht mehr da gewesen wäre, wäre bestimmt immer noch nicht schlecht gelaufen bei ihm. Aber das war der Peak von Ninja. Das war der absolute Peak, Digga. Und er hat am absoluten Peak einer Plattform gesagt, yo, wenn ihr mir genug Geld zahlt, switch ich zu euch rüber. Hat sich, wenn es, sagen wir mal, 20 Millionen waren, 20 Millionen eingesteckt, Digga. Rente ist gesaved. Und ist durch. Ich weiß nicht, was Ninja jetzt macht. Klar kann man sagen, der hat seine Karriere verbaut. Aber es hätte auch sein können, Chat, dass der nach dem Fortnite-Hype auch abgekackt wäre. Wisst ihr, wie ich meine? Dass er da auch abgekackt wäre. Und ja, dass es vielleicht einfach der smartere Move war. Er streamt wieder auf Twitch. Wie viele Zuschauer hat Ninja aktuell, Chat? Guck mal, bestes Beispiel, Fortnite-Hype, T-View. 13.000 Zuschauer. Ja, ist doch immer noch viel, Digga. Ist doch immer noch viel. Beste Beispiel, T-View, Chat. T-View, einen grauenhaften Hype in Fortnite gehabt. Der Bruder hatte auch Average-Zuschauer 30.000, 40.000, würde ich sagen. Damals bei Fortnite. Wie viel hat T-View jetzt? 3.000? 2.000? Also deutlich weniger. Oder lass es 4.000 sein, 5.000? Was immer noch viel ist, Mann. Und der findet auch immer noch gutes Geld. Aber du kannst es halt nicht vergleichen wie mit dem Fortnite-Hype so. T-View hat immer noch viele. Wie viel Average-Zuschauer T-View ungefähr, Chat? Weiß es einer? Verfolgt einer T-View? Also ich habe, der wurde mir manchmal vorgeschlagen und da hat er relativ wenig gehabt. Da hat er so um die 2.000, 3.000, 5.000 hat T-View. Mhm. Ja, Chat, also über was reden wir hier? 5.000 Zuschauer, da verdienst du immer noch viel Geld. Aber man kann es halt einfach nicht mit diesem Giga-Hype vergleichen, der damals am Start war.
als Fortnite noch im Hype war. Und deswegen war es vielleicht von Ninja gar nicht so dumm, das damals zu machen. Vielleicht war es gar nicht so dumm. Aber der macht oft Geld, Cups, da hat er, glaube ich, auch seine 30k. Chat, ich glaube, TFUE geht es finanziell nicht schlecht, oder? Sind wir uns da einig? Eins, wenn TFUE immer noch unser Leben kaufen könnte, wenn er Bock hat. Digga, der hat auf jeden Fall genug Geld verdient, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wird auch wahrscheinlich immer noch viel Geld verdienen. Vielleicht wäre es smarter gewesen, wenn er auch geswitcht wäre damals und ein paar Millionen eingesteckt hätte. 2000 gehabt, ne? TikToker, die 5 Millionen Follower auf TikTok haben, kommen auf Twitch, haben 100 Zuschauer. Haben 40 Zuschauer. Das feiere ich aber auch hart. Ja! Das feiere ich hart, Digga. Das fühle ich sehr, Digga, wirklich. Das finde ich geil. Ja. 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 Es ist wahr. Es ist real, real, realer Real Talk, den er da macht. Das ist so. Was glaubt ihr denn, wie das funktioniert? Ja. True. Das ist so geil, Chat. Ich bin nicht am haten, Digga. Ich will nicht die ganze Zeit TikToker haten. Aber da sieht man einfach, dass Millionen Follower auf TikTok einfach, das kannst du nicht mit Followern auf anderen Plattformen vergleichen. Auf TikTok kriegt jeder, auf TikTok kriegt mein Fuß Follower. Wenn ich heute einen TikTok-Kanal von meinem Fuß mache, ich schwör's euch, ich habe 1000 Follower nach einem Monat. Auf meinen Fuß. Oder vielleicht mehr. Ich knall jeden Tag 30 TikToks hoch. 30 TikToks von meinem Fuß. Und ich schwör's euch, ich hab 1000 Follower auf meinem Fuß nach einem Monat. Morgen 2 Millionen. Stell dir mal vor, ich mach das. Und mir folgen einfach 30 Millionen Fußfetischisten. Und ich mach einfach dann OnlyFans für Fußfetisch. Für Leute, die Füße mögen. Und stream dann einfach nicht mehr, Digga. Ich hör auf mit Motovlogs und mach nur noch Fußbilder auf OnlyFans. Das wär wild, das wär cool. Würde ich, ja, warum nicht, Digga? Warum denn nicht? Ich unterschreibe alles, was er sagt. Das ist absolut wahr. Und dann wollt ihr mir erzählen, dass eine Kick, eine Plattform, die kein Benutzerfluss hat, da ist ein Batzi online mit 5000 Zuschauer. Ja, ist gebottet. Ist wahrscheinlich gebottet, ja. Gleichzeitig ist da ein Orange Morange unterwegs mit 2500 Zuschauern und ein Skos ist da online mit 1900 Zuschauern. Das wollt ihr mir erzählen? Ist wahrscheinlich gebottet. Naja. Würde ich auch sagen. Ich würde es auch sagen. Und ich untermauere dieses Argument mit dem Wissen, dass Casino-Gambling-Partner in ihren Placement-Anfragen andeuten und anbieten, dass die Kooperationspartner den Stream pushen. Also das wird auch mit angeboten. Man könnte also davon ausgehen, lass das 1000 Zuschauer vielleicht sein, die da rumhängen. Der Rest wird synthetisch sein. Ja, also pro Stream. Das ist so unrealistisch. Ja, das ist halt was, Chat, das kann man jetzt nicht zu 100% sagen. Wie willst du das beweisen, Digga? Aber es ist auf jeden Fall sehr unrealistisch, wenn du auf Twitch 5000 Zuschauer hast, dass du auf Kick genau die gleichen Zuschauer hast. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich. Ja, ja. Es ergibt einfach keinen Sinn. Ja, ja. Jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß, dass das Fake ist. Ja, ja. Es ist höchstwahrscheinlich so. Ja. Also du kannst es natürlich nicht beweisen. Darum sage ich höchstwahrscheinlich. Es ist zu einer großen Wahrscheinlichkeit synthetisch. Die haben niemals so viele Zuschauer. Ja. Sowas hast du vielleicht, wenn du gebannt wurdest und dein Hype groß war. Niemand hat dich für Batzis Bann interessiert. Juckt doch niemanden. Der hat keine... Okay, es geht los, Digga. Social-Media-Plattform, wo er irgendwas ankündigen kann, außer sein Twitter-Kanal mit 5000 Followern. Der sein Insta... Bruder, ey, er geht aber vollkommen rein gerade. Holy shit. Er hat recht. Ey, das ist ein Real Talk, Alter. Es ist wahr, er hat recht. Wenn du hast keine Basis, die als Fundament gilt, um das zu befeuern. Plattformwechsel bedeutet, du musst ein großes Feuer drunter machen, damit die Leute das auf einer neuen Plattform checken. Wurde gebannt, ja, keine Ankündigung. Er twittert es auf seinen Account und angeblich hat er 5000 Zuschauer. Es sieht doch gar keiner. Woher sollen die 5000 Zuschauer kommen? Es ergibt keinen Sinn. Bruder, ich unterschreibe alles, was er sagt. Es ist wahr. Es ist auch eine Annahme, die von mir kommen könnte. 100%. Und die haben auch auf, also 100% Skos hat auch schon auf Twitch mit Riobots gearbeitet. Das ist natürlich wieder mutmaßlich. Muss man immer sehr vorsichtig sein, besonders bei einem Anwalt. Tanzverbots Argumente sind so dumm. Warum sind die Argumente dumm, Marcel? Ich habe vorhin schon gesehen, dass du reingeschrieben hast, das sind keine Bots. Hier haben wir auch wieder einen IT-Experten. Der hat sich ganz kurz in die Plattform reingehackt und hat überprüft, ob das Bots waren oder nicht. Marcel, warum sind denn die Argumente von Tanzverbot dumm? Gib mir mal ein Gegenargument, warum die Argumente dumm sind, die Tanzverbot sagt. Marcel weiß Bescheid. Marcel, auch jetzt ganz schnell aus dem Chat irgendwie rausgegangen. Kann das sein? Ist Marcel noch da? Freundlichen Streamer, der seitdem sein Ego auf einem Maß gefallen ist, an dem er sagt,
Jetzt gehe ich rein mit dem Anwalt. Danke. Ey, ich meine es nicht böse. Marcel, wenn du noch da bist, ich meine es gar nicht böse, Digga. Ich verstehe jetzt bloß nicht, was du meinst. Also wenn du reinschreibst, das sind schlechte Argumente oder das ist dumm, was der sagt, dann musst du ja auch ein bisschen argumentieren. Weißt du, was ich meine? Argumentier bitte, warum du denkst, dass es dumm ist oder warum das nicht stimmt, was er sagt. Muss man natürlich immer mit solchen Behauptungen sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich würde auch sagen, mutmaßlich kann da viel synthetisch gemacht worden sein. Vielleicht ist Marcel selbst ein Bot und will seinen Bot-Freunden einfach gerade helfen. Er will denen helfen. Okay, er hat geschrieben, weil er einfach neidisch ist, weil die Casino-Streamer mehr Zuschauer haben als er. Marcel hat uns alle ausgedribbelt. Marcel hat uns einfach gerade mit einem Okocha-Übersteiger ausgedribbelt. Marcel, du solltest in die Politik gehen, Digga. Ich mag die Argumentationsgrundlage von dir. Ich finde, du kannst gut argumentieren. Oh, Bro. Das muss ein Bot sein, Chat. Das muss ein Bot sein. Cheers. Und die kacken alle so ab, Alter. Marcel sollte VIP bekommen. Eins, wenn ich Marcel jetzt onstream VIP gebe. Das ist so crazy. Den sehe ich aber auch als VIP bei mir im Chat. 100% haben die mit Realbots gearbeitet. Und dann schreiben mir irgendwelche Leute, ja, die haben ihre Communities mitgenommen. Mann. Ja, ja, das ist unwahrscheinlich. Also natürlich werden sie ihre Communities mitgenommen haben. Aber wenn sie ihre tatsächlichen Communities mitgenommen hätten, würde man das sehen, weil... Alle haten ihn gerade. Nee, guck mal. Marcel, ist Marcel noch da? Marcel, bist du noch da? Es ist ja okay, Chat. Es ist doch okay. Es ist zwar ein bisschen frech, wenn du reinschreibst, es ist scheiße, die der andere erzählt und dein Argument dagegen ist dann einfach, jo, der ist einfach nur neidisch. Marcel ist noch da. Guck mal, Marcel, es ist ja okay, Digga. Wenn du das denkst, ist es deine Meinung, es ist ja auch dein gutes Recht. Ist ja okay, dass du es im Chat schreibst. Ich denke, dass es eher ein schwaches Argument ist, dass andere Streamer neidisch sind auf Casino-Streamer, weil die viele Zuschauer haben. Vor allem, weil du ja, also weil Tanzverbot ja begründet hat, warum er das kritisiert, weil es unrealistisch ist, von einer großen Plattform zu einer kleinen Plattform zu wechseln und genau die gleichen Zuschauer zu haben. Das ist ein Argument, was erstmal so im Raum steht. Weißt du, ich meine, Marcel? Wenn du jetzt sagst, der ist neidisch, dann ist es nicht wirklich ein Argument. Das ist dann einfach nur, wie nennt man das, Chat? Eine Anmaßung? Eine Anmaßung? Mutmaßung. Eine Mutmaßung ist es. Ja, ja. Das ist eine Mutmaßung, Digga. Also es ist jetzt nicht wirklich ein Argument, was Substanz hat. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, naja. Ist ja, also Chat, mein Gott. Lass Marcel in Ruhe. Free Marcel in den Chat. Du bist hier trotzdem willkommen, Marcel. Die Casino-Community ist ja groß. Naja, das kann schon sein, dass die Casino-Community groß ist. Scheiß drauf. Marcel, wenn du denkst, Tanzer wurde es neidisch, dann denk das, was juckt mich das eigentlich, Digga. Ist doch okay. Marcel, scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Weil die Zuschauer deutlich geringer werden. Laber doch keine Scheiße. Bro! Wenn ich auf YouTube unterwegs bin und mir jemand sagt, ja, der streamt jetzt, der macht seine YouTube-Videos jetzt auf Vimeo, dann gucke ich mir die Videos doch nicht mehr an. Ich habe doch Vimeo, Digga, nach dem zweiten Mal habe ich mein Passwort vergessen und habe ich eh keinen Bock mehr auf die Plattform. Das ist so lächerlich. Und das sind, Digga, da wette ich 100.000 Euro drauf, dass das Fake-Bots sind. Okay. Dass es einfach alles schön hochgepusht werden soll, damit irgendwelche neuen Leute denken, das ist krass. Wir haben auch Leute geschrieben, die fangen auf Kick an zu streamen, die hatten auf Twitch immer 5 Zuschauer, die streamen das erste Mal auf Kick 13 Zuschauer. Es ist so unrealistisch. Also sowas ist vielleicht noch mehr möglich, weil Leute so gucken wollen, wer noch streamt. Aber diese 5.000 Zuschauer, das könnte ich maximal, wenn... Also da kann ich mir vorstellen, Chat, wenn du jetzt auf Twitch 5 Zuschauer hast und rüber wechselst auf Kick zum Beispiel, dass du 13 Zuschauer hast, das kann gut sein, weil du ja auf Kick auch weniger Streamer hast. Das heißt, wenn du auf Twitch 5 Zuschauer hast, wie weit musst du nach unten scrollen, damit du den Stream siehst, Chat? Wie weit musst du da nach unten scrollen, damit du den Stream siehst? Sehr weit, Digga. Du musst sehr weit streamen. Da kommen noch ganz viele andere Streamer, die über dir sind, weil die mehr Zuschauer haben. Und wenn du auf Kick bist und das streamen jetzt nur die Hälfte an Leuten quasi, wobei man auch sagen muss, da sind auch weniger Leute auf der Plattform unterwegs. Aber so könnte ich mir das erklären, dass da einfach weniger Leute sind und dass es da schon sein kann, dass du halt anstatt 5 Zuschauer auf Twitch mehr auf Kick hast, wenn du halt in dieser Range bist quasi. Weil die Leute halt nicht so weit nach unten scrollen und einfach mal ein bisschen rumgucken, so weil es eine neue Plattform ist. Wenn sich irgendwelche Leute für Batzis Bann interessiert hätten, was keiner tut, niemand juckt sich dafür, ist egal.
wenn da ein Hype drum entsteht, dann interessieren sich die Leute dafür. Oh, krass, wenn Monty... Es ist jetzt vielleicht egal, würde ich sagen, aber es war zu einem Zeitpunkt, ich meine, wir haben ja auch darüber geredet. Aber Kick kennt kaum einer. Eins, wenn ihr schon mal auf Kick unterwegs wart. Wer von euch war schon mal auf Kick? Zwei, wenn ihr noch nie auf Kick wart. Also Kick ist eine Plattform, wo gestreamt wird, ja. Schon ein paar. Ich war auch drauf, immer nur für Aiden Ross. Ich weiß, mich hassen jetzt Leute, weil ich Aiden Ross gucke. Ich mag den einfach. Aiden Ross ist ein guter Mann. Ich mag den. Wer mag den nicht? Drei? Ich mag den einfach. Aiden Ross, ich lieb den. Ich mag den gern. Er sagt vielleicht auch nicht immer die smartesten Sachen. Und oft, bestimmt auch oft dummes Zeug. Ich mag den trotzdem, ist mir scheißegal, Chat. Dieser Ross Anthony, genau der. Ja, Ross Anthony, Digga. Genau der, Digga. Der gute alte Ross Anthony. Der hier, Chat. Kennt ihr Ross Anthony? Der da, Chat. Das ist mein Lieblingsstreamer. Der Beste. Ich habe jede CD. In einer Form szenenrelevant sind. Ich würde also nicht sagen, dass das immer egal war. Ich würde sagen, dass das natürlich abbaut und abflacht. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem es passiert ist, haben sich schon ziemlich viele Leute dazu äußern können und haben sich dazu geäußert, weil es halt schon eine ziemlich krasse Situation war. Ne? Und das muss man sich ja nochmal vorstellen. Ne? Also Casino-Gegner, Gegensprecher, kriegt Casino-Deal. Gott und seine Mutter haben ein Video darüber gemacht. TJ, ich glaube, Nero hat jetzt ein Video dazu, glaube ich, schon draußen. Tanzi, ich, alle, also eigentlich alles, was Rang und Namen im Reaktionssegment hat, hat sich dazu geäußert. Hier gebannt wird und dann auf Kaiser auch, ja. Auf Kick, genau. Live gehen würde, der hätte 50.000 Zuschauer, weil sich alle dafür interessieren. Alpha Kevin. Was jetzt mit ihm ist. Batzi, beim ersten Stream würde ich es auch verstehen. Aber sowas hält sich nicht. Und wenn er 10-mal da gestreamt hat und nach dem 10. Stream immer noch 5.000 Zuschauer hat, laber mich nicht voll. Digga, du hattest auf Twitch auch mit Casino keine 5.000 Zuschauer. Und jetzt gehst du... Ich würde mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Jeder geht mal auf Kick schauen, schon deswegen, weil es etwas Neues gleich... Fakt ist, dass nur die Hauptzuschauer auf Plattform wechseln würden. Die ganzen Eintagsfliegen-Zuschauer würden alle nicht wechseln. So bleibt nur ein gewisser Prozentsatz an Zuschauern übrig. 100%? 100%? Eins, wer nicht die Plattform wechseln würde, um meine Streams zu gucken. Also, ihr könnt ehrlich sein, Chat. Ihr könnt ehrlich sein. Ich bin euch da auch nicht böse, Digga. Ich kann es auch verstehen. Es gibt nicht mal eine App für Kick. Du musst Kick, wenn ich auf Kick streamen würde, Chat, müsstet ihr einen Browser öffnen, Digga, auf dem PC oder auf dem Handy und mich da suchen, Bro. Wer macht das? Wer macht das, Bruder? Ich kann es nachvollziehen. Ey, safe. Safe. Und es wäre auch nicht nur bei mir so, Chat. Das wäre auch nicht nur bei mir so, Digga. Das wäre bei jedem Streamer so. Egal welch, selbst wenn ein Monte auf Kick wechselt, Chat, der hat nicht die gleichen Zuschauerzahlen wie jetzt, kann ich euch versprechen. 1000%. 1000%, Digga. Also über was reden wir hier, Chat? Ein Ninja wechselt von Twitch auf Mixer und hat, wie viel Zuschauer hatte der? 10.000? Der hatte über 100.000 Average-Zuschauer in der Zeit. Wechselt Plattform, hat ein Zehntel, Digga. Er hat ein Zehntel, Digga. Ein Zehntel, Bruder. Das ist natürlich Schwachsinn, was du schreibst. Denn es geht nicht darum, auf der Plattform mal vorbeizugucken, was ist, sondern nachweislich immer wieder hohe Zuschauerzahlen zu haben. Und nicht um zu gucken, ich habe mir die Seite auch mal angeguckt und nach 5 Sekunden erkannt, Schmutz. Ne? Und dann bist du da halt weg. So, dass man sich sowas anguckt, überhaupt nicht das Problem. Von mir aus klick auch mal auf den Stream. Aber hier geht es darum, immer wieder gleichzeitig langfristige Zuschauer zu haben. Und das ist natürlich maximal unrealistisch. Und darum ist deine Relativierung ein bisschen weird, Bro. So auf Kick eine Plattform, die keinen Benutzerfluss hat und angeblich hast du 5.000 Zuschauer. Würde aber trotzdem wechseln, Chat. Würde aber trotzdem wechseln. Wisst ihr, warum ich auf Kick wechseln würde für 3 Millionen? Weil ich nicht hauptberuflich Streamer bin. Versteht ihr? Wenn ich keine Einnahmen mehr von Twitch habe, habe ich trotzdem noch YouTube und das andere Zeug, mit dem ich Geld verdiene. Wisst ihr, wie ich meine? Wer ist ein Classic-Streamer, Chat? Wer macht nur Twitch? Trimax. Wenn ich jetzt Trimax wäre und wechseln würde, wäre das, glaube ich, dumm. Ich glaube, das wäre dumm. Also langfristig gesehen auf jeden Fall. Oder Allotrix. Wenn Allotrix jetzt auf Kick wechselt und er kriegt Geld dafür, würde es ihn, glaube ich, langfristig... Naja, kann man auch nicht so sagen. Aber es ist auf jeden Fall risky, Digga. Der könnte sich seine Karriere damit verkacken, wenn er einen auf Kick streamt. Würde ich behaupten. Was machst du denn sonst außer Twitch? Na, Digga, YouTube. Boah, pfff, laber keine Scheiße, Mann. Die kacken auch alle so ab. Dann bin ich da einmal auf Kick unterwegs. Dann sehe ich Orange streamt. Oh, Alter, er streamt mal kein Casino. Dann ist der auf Omel TV. Irgendein 14-Jähriger beleidigt ihn als und macht ihn übelst fertig und wird dann so geswitcht und Orange sitzt da irgendwie so mit vertretenen Augen. Man hat das Gefühl, der braucht noch eine Beleidigung mehr und der fängt an zu heulen. Digga. Hä, was?
Junge, irgendwelche 14-Jährigen kommen und beleidigen ihn und lachen ihn aus und gehen. Und er sitzt da so, er kann nicht mal argumentieren, er sagt einfach, nee, ey, die Jugend von heute. Wer hat es gesagt? Um wen geht's gerade, Chat? Ich habe nicht zugehört. Wer wurde beleidigt? Orange Morange. Und die ganze Zeit so glasige Augen, so als ob er gleich kurz davor ist zu heulen. Junge! Jetzt ist der. Ja, also finde ich aber nicht cool, Digga. Finde ich nicht cool. Also, Chat, ihr wisst, ich habe meine Meinung zu Casino, Digga. Also, nur weil jemand Casino streamt, rechtfertigt es nicht, dass Leute ins Internet gehen und die beleidigen, Chat. Wisst ihr, wie ich meine? Das muss nicht sein, Digga. Das ist der beste Zeitpunkt, um eine eigene Streaming-Plattform zu starten. Nein! Oh Gott, das hört, wenn man das hört. So, das funktioniert nicht. Das funktioniert, wenn. Guck mal, wenn das jetzt mit Adam Ross, wenn das stimmt. Wenn Adam Ross sagt ja, dass KCNet, dass die ganzen. Anthony Ross meint er. Das ist ein großes Streamer, alle abhauen. Wenn aus dem Ami-Bereich diese ganzen Leute, die alle 50, 60, 70, 80.000 Zuschauer haben, wenn da jetzt wirklich 10 Stück zur Kick rübergehen, das könnte schwierig werden. Wenn das. Das ist nicht das, was schwierig werden könnte. Das ist auch das, was Plattformen verstanden haben. Große Streamer einkaufen macht keinen Sinn. Das, was auf neuen Streaming-Plattformen immer wieder falsch gemacht wurde, ist große Streamer einkaufen. Warum macht große Streamer einkaufen keinen Sinn? Um das zu beantworten, muss. Richtig, die sollen die Kleinen einkaufen, Chat. Habe ich es richtig verstanden? Die Kleinen, die Süßen mit Masken. Yeah! 3 Millionen Kick! Send me the DM in Instagram. Contact me, 3 million Euro, brutto. I can come to your platform. I make it big for you. Come to me. Muss man mal auf Twitch schauen, was das Fundament des Erfolgs von Twitch ist. Nämlich, dass du... Netto. 3 million netto. Immer jemanden findest, der das Interesse, was du hast, wiedergeben kann. Und dass ein Ping-Pong-Effekt stattfindet. Und dieser Ping-Pong-Effekt bedeutet, wenn du aus einem Stream rausgehst, wie beispielsweise aus meinem, oder du interessierst dich mal für was anderes, findest du immer, egal wie groß der Stream ist, immer einen, der das gerade überträgt. Mindestens. Und wenn du eine Kategorie hast, die sehr prominent ist, GTA, Just Chatting, League of Legends, in Counter-Strike, dann wirst du immer jemanden finden, der das streamt. Und um immer jemanden zu finden, der das streamt, musst du das Fundament halten. Und das Fundament von Streams sind nicht die größten Streamer, sondern es sind eben die kleinen. Und es müssen viele kleine sein. Es müssen hunderte Streams, tausende Streams sein, die das Fundament von einer Streaming-Plattform bilden. Mhm. So, Chat, und jetzt guck mich an. Sehe ich so aus wie ein Fundament, Chat? Sehe ich aus wie ein Fundament? Ich bin das Fundament für eine neue Plattform. Denn es geht nicht um die großen Streamer. Scheiß auf die großen Streamer, wenn es um den Erfolg einer Plattform geht. Es geht um die kleinen Streamer. Es geht um die 5, 10, 50 Zuschauer-Streamer. Naja, trotzdem bin ich ein gutes Fundament, finde ich. Die das Fundament einer Streaming-Plattform bilden, damit man immer jemanden hat, den man besuchen kann, damit man diesen Ping-Pong-Effekt von A nach B, nach C, nach D, zu 1, zu 2, zu 2, zu 3, zu 4, einfach ausnutzen kann. Wenn du das nicht hast, dann bewegen sich Zuschauer nicht auf deiner Plattform und suchen immer wieder andere andere. Da hat aber recht, Chat, würde ich so unterschreiben. Content Creator. Und das Problem bei Streaming-Plattformen ist halt eben, dass sie nur live funktionieren. Das heißt, die müssen auch live sein. Und um 1000 Streamer gleichzeitig live zu haben, musst du 10.000 akquirieren. Ja, ja. Da sagt er was Wahres, ja. Sehe ich genauso. Um 10.000 das macht Sinn. Gleichzeitig live zu haben, musst du 100.000 akquirieren. Und mit dieser Mentalität kann man nicht erwarten, dass es einen Sinn macht oder irgendwie relevant ist, wenn auch nur 10 riesige Streamer die Plattform wechseln. Das wird vielleicht einen kurzfristigen Impact haben. Aber langfristig gesehen geht es eher darum, was im unteren Segment, was im Fundament von Streaming-Plattformen los ist. Und nicht, was da oben, was mal wieder, was Kai Cenat macht oder was hier dieser Your Rage macht, das spielt überhaupt keine Rolle. Das spielt eine Rolle für die Leute, die in dieser Bubble gefangen sind. Wer von euch guckt Kai Cenat? Wer gibt sich den? Eins, wer sich den gibt, bin ich auch manchmal drin, aber eher selten. Ich bin eher Team Anthony Ross. Ja. Ich finde den, ich weiß nicht. Am Anfang habe ich den gar nicht gefühlt, mittlerweile geht's. Ich kann aber nicht so ganz nachvollziehen, warum der so einen geisteskranken Hype hat, Chat. Kennt beide nicht? Perfekt. Ich kann nicht nachvollziehen, warum der so einen überdimensionalen Hype hat, Chat. XQC auch Legende, ja.
XQC auch eine gottverdammte Legend, Digga. Du Hater? Ja, ich hate den. Genau, auch beide nicht. Na, ist ja egal. Das sind Ami-Streamer-Chat. Das sind Streamer aus Amerika, die sehr, sehr groß sind. Also die haben halt sehr viel Zuschauer. Aber was machen die denn, wenn ihre Streamer aus sind? Ne? Darum konzentriert sich ja Twitch auch in ihrem gesamten Business auf die untere Gruppe, nicht auf die obere. Ja. Das macht doch auch überhaupt keinen Sinn. Twitch hat ja verstanden, dass es gar keinen Sinn macht, die oberen zu fördern, weil sie damit kein Geld verdienen. Auf die wird nämlich geschissen. Sie fördern die Leute, die unten sind. Darum machen die ihre 50-50-Verträge, weil sie sagen, ey, scheiß auf die da oben. Wenn die weggehen, ist uns das scheißegal. Ja, ja, true, hat er recht. So, da sollte man einfach mal drüber nachdenken. Ja? Dasselbe im deutschen Bereich passieren würde, interessant, das könnte kritisch werden. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Aber ich glaub's einfach nicht. Würdest du Twitch verlassen? Ich bleib so lange auf Twitch, solange ich das Gefühl habe, dass ich hier noch gut aufgehoben bin. Ich wechsle doch nicht von der größten Livestreaming-Plattform auf irgendeine andere Plattform. Da ist doch kein Fluss. Na doch, für 3 Millionen schon. Nachvollziehbar, Chat, oder nicht? Eins, wenn ihr für 3 Millionen switcht, safe. Gib mir Facebook Live. Facebook bisschen mehr. Kick, 3 Millionen, da sind wir drin. Ey, den Ross verstehe ich sowieso nicht. Ich habe gerne mal seine Streams geguckt. Also so, insofern es mir möglich ist, mit meinem Englisch seine Streams nachzuvollziehen. So hören geht schon relativ gut. Dann war der, ich verstehe das netto, nicht. Netto, 3 netto. Nicht. Digga, der war einmal, bei Andrew Tate gewesen und danach war der einfach Kopf. Irgendwas, Digga, der musste irgendwas, ich weiß nicht, was er genommen hat. Auf einmal ist er weg und labert, was der für Zeug labert, was gar nicht zu ihm passt, Digga. Hm. Voll der Bauer bist du. Na Mensch, ich glaube, ich werde... Nee, kann ich nicht unterstützen. Ich finde, Aiden Ross macht aktuell eine super Entwicklung. Anthony Ross macht aktuell eine super Entwicklung. Jetzt nochmal überdenken. Vielleicht nicht mit allem. Ich weiß, Chat, der hat ein paar sehr kontroverse Sachen gesagt. Ich weiß, Chat. Also, ein paar Sachen könnte er sich vielleicht sparen. Aber ansonsten, Digga, sehe ich da eine super tolle Entwicklung von Anthony Ross. Was ist das für eine Beleidigung? Bauern sind der Grund dafür, warum du auf deinen fetten Arsch gerade den Stream gucken kannst. Du meinst Ross Anthony? Ja, genau. Ross Anthony meine ich. Courage. Deswegen, ich würde es euch nur sagen, lasst euch durch diese Zahlen da drüben auf der Plattform nicht manipulieren. Denkt nicht, dass ihr da rüber geht und ihr da bessere Chancen habt, weil da gibt es weniger Auswahl und ihr geht davon aus, dass ihr da irgendwie schnelleren Zugriff bekommt, wenn irgendein anderer großer offline geht. Aber das ist nicht so. Die pushen diese Zahlen künstlich hoch, damit es interessant wirkt für neue Leute dort zu streamen. Aber es ist nicht so. Was? Ich gebe Wahrheit über Batzi ein und das Erste, was ich sehe, Batzi Fremdgehen-Statement? Er hat wohl seine Frau mit der Streamerin betrogen, okay. Und warum ist es in der... Yo, was? Öffentlichkeit? Hat die Frau ein Video dazu gemacht oder warum hat er darüber selbst geredet? Verstehe ich nicht. Aurang schaut hier gerade zu und dann, Mensch, endlich mal guter Content. Grüße geht raus. Ich hoffe, du hast gerade nicht wieder glasige Augen, weil ich irgendwelche 14-Jährigen auf Omme beleidigen. Oh Gott, Digga. Er geht auch einfach rein. Irgendwann sagt so zu dir und du... Mhm. Oh, no chill, Alter. No chill. Ja, also die Jugend, die ist echt. Uff. Ja, die ist echt komisch geworden. Bro. Ja. Ich glaube, ich. Also. Morty, sei mir nicht böse, aber Ross Anthony kann man beim besten Willen nicht unterstützen. Warum nicht, Mr. Cuddy? Ah. Was hat der Schlimmes gesagt, warum du jetzt sagst, man kann ihn nicht mehr unterstützen? Ah, Mann. Wieso ist denn jetzt öffentlich, dass Batzi fremdgegangen sein soll? Ein alter Kollege hat einen Twitch-Stream mit Batzis Ex-Frau gemacht. Was? Uff. Oh, ey Lola, wenn du mir zuguckst, weh, du gehst irgendwann mal mit einem anderen Streamer online und redest denn über mich? Achso, das ist... Es ist so ein schönes Gefühl, dass Slot-Streamer mehr Zuschauer als du haben, die starke Bruder. Okay, der hat jetzt einen Huni gespendet und schreibt, es ist so ein schönes Gefühl, dass Slot-Streamer mehr Zuschauer als du haben. Steak, Bruder, Steak. Alter. Oh, ist das cringe. Bruder, stell dir vor, Szenegrößen können argumentativ die Behauptung relativ fundiert darlegen, dass dein Kanal zu einem Großteil aus synthetischen Zuschauern besteht und deine Kollegen das eventuell auch tun. Und du schreibst das. Uff. Oh, Bro. Oh Gott. Lol. Dings hat mich gerade gewarnt. Tatsächlich. Uff. Ach, Mann. Ja, okay. Er hat mir jetzt 100 Euro gespendet, wofür ich mich nicht bedanke, sie aber behalte. Warte mal, ich guck mal kurz.
Okay, er spendet über Mastercard. Digga. Bro. So, mit den 100 Euro, die vertanke ich, fahre mit meiner Freundin in den Urlaub und bin glücklich und gehe in einem IRL-Stream online und jeder mag mich. Oh, Alter, wo kommt denn dieses Feuer her? Du gehst online mit einem IRL-Stream und jeder hasst dich. Alter! Holy shit! Auf einer Plattform, die niemanden interessiert, weil die Hälfte deiner Zuschauer Bots sind. Also Digga, das ist ja wirklich so was Sinnloses. So eine sinnlose Demonstration. Jetzt könnte ich ja weitermachen. Digga, ich dachte, du bist Casino-Streamer und machst 200k im Monat. Kannst du mir mal 1000 Euro spenden oder bist du etwa broke? Ich dachte, du machst so viel Geld. Zeig doch mal, du hast doch dein Lamborghini dir bestellt. Ist da nicht mehr Geld übrig? 100 Euro als Casino-Streamer. Ich lach mich kaputt. Oh Mann, ey. Ich glaube, Skobos hätte mir mehr gespendet. Er ging tief rein. Da ist auf jeden Fall Hass, Chat. Da ist auf jeden Fall sehr viel Hass, Digga. Das ist auch was Persönliches. Das muss auch was Persönliches sein, Chat. Ich glaube, bei dir läuft nicht so orange-maurange. Also wirklich. Das ist ja das. Das ist ja. Eine Machtdemonstration, mir 100 Euro zu spenden, um mir damit zu zeigen. Ich habe mehr Geld und mich juckt es überhaupt nicht. Ich spende dir sogar 100 Euro, obwohl ich dich nicht leiden kann. Das ist so lächerlich. Oh, Bro. Wen juckt dieser Schmutzbeef? Ah, Digga, das hat mich eigentlich auch gerade gefragt. Ja, es hat mich trotzdem irgendwie unterhalten, Chat. Das hat mich trotzdem eigentlich irgendwie, ein bisschen hat es mich schon unterhalten, muss ich sagen.